Drauf da! Hast du gehört? Meine Fresse! Guten Tag, heute hier in Gummersbach beim Schau ins Land Cup. Wenn wir mitgespielt hätten, hätte Schau in die Tonne Cup. Es ist guter Zweck. Podolski spielt gegen Hensler, das ist ja das entscheidende Spiel heute. Jetzt sind erstmal hier die Profis dran, die sich beweisen wollen. Der HSV hat mal die B-Jugend geschickt, das ist vielleicht auch besser, die gewinnen dann vielleicht auch mal. Und ich bereite mich jetzt schon mal selig und moralisch auf die Kacktruppe vor, die ich nachher hier aus Hensler und Co. Wollen wir was kochen oder wollen wir was spielen? Blau-Weiß-Loren. Ja, Schiri ist schon da. Frage ist, gibt es bei meinem Turnier auch Videobeweis? Der Kölner Keller hat ja auch den Namen Gummersbach. Oh, jetzt muss doch nicht alles gut kriegen hier, oder? Ja, Lohne gegen den Hamburger Sportverein, 3-0, also für Lohne logischerweise, also für den HSV lohnt es sich richtig. Hier das Turnier, muss man sagen, hieß es dann eben, ja, der HSV ist ein Traditionsverein, ja, mittlerweile mehr Tradition als Verein. Da läuft die F-Jugend auf. Ich glaube, Trainer Walter ist auch da, der hat schon eine Skimaske angezogen, der sitzt ganz oben links. So, wie man hört, Rot-Weiß Essen auch da. Aber das geht in Blau nicht. Da müssen wir einmal switchen. So, ich glaube, das ist besser. Ja, ich habe gesehen, dass du da bist und wusste genau, den Mann mit den schönen Haaren erkennst du sofort. Ja, sicher. Das ist so ein erstes Spiel, habt ihr gleich mal gezeigt, was Phase ist oder was? Ja gut, haben wir die kurz weggefiedelt, ne? Aber erstes Spiel bringt auch nichts, wenn du Finale verlierst. Ein bisschen fit, oder? Aber du bist ja schon voll, wenn ihr mal hier, guck mal hier, der Mann ist durchtrainiert. Ja, das ist meine einzige Stärke. Ach, das ist deine einzige Stärke? Aber ich bin durchtrainiert. Das kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Zu Beginn des Turniers muss man natürlich gleich den Initiator fürs Mikro holen. Da bin ich ganz froh, dass wir den Poldi erwischt haben. Lukas, sag doch mal was zu deinem Turnier. Ja, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren für einen guten Zweck. Und echt geil, dass so viele Leute da sind. Und ja, Uwe, auch geil, dass du da bist. Finde ich richtig geil. Ja, ich spiele ja beim Hensler im Team und da weiß ich jetzt nicht so richtig. Da ist ja Koch. Er wird wahrscheinlich von dir gegrillt. Ja, hab ich dich extra reingetan, ne? Du als Flasche passt da ganz gut hin ins Team, ne? Vom Hensler. Wegen Getränk und so. Flasche, merkst du? Sag mal. Ruhig zeig ich's nachher aber hier. So, die ersten Spieler von meinem Team sind da. Also von der Fitness her sieht man das. Das ist, ne? Ihn stellen wir vorne rein, er macht die Kopfbälle. Von daher wird das eine gute. Das ist Jan Like. Mit leichtem Waschbärbauch. Du zusammen mit dem Kugelblitz. Dann müssen wir aber auch gucken, dass wir den Belag noch mal austauschen. Ja, vor allem, ist der Wiedererkennungswert. Ne? Oh, ich sag, kompakt bitte ein. Was ist denn da los? Ja, Corona und natürlich auch die Weihnachtszeit. Ja, genau. Ganz ehrlich. Ja. Das heißt ja immer, Sixpack in 3 Tagen trinkt er in 30 Minuten.